Bruder. Sowas wie dich will ich nicht als Bruder. Vater hätte dich lieber ins Heim stecken sollen. Ah, ihr Chef möchte Sie sprechen. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Wenn du es nicht machst, dann jage ich dir eine Kugel durch deinen jämmerlichen Schädel. Bitte. Sie dürfen mir nichts tun. Ich habe, Frau und Kinder. Was sind Sie denn für ein Perverser? Ich hab gedacht, Sie wären professioneller Kfz-Mechatroniker. Du kann nass singen. Okay, du, vergiss es einfach. Hatte nichts zu bedeuten. Auf Wiedersehen. Alexa? Alexa? Hallo? Hallo. Sven, du elender Penner. Arschloch. Sie werden nie gebraucht. An ihrer Stelle würde ich ganz schnell einen Abflug machen. Eine Flasche. Und dein Bruder hat dich gerade in die Nähe. Willst du ihn sprechen? Was? Hey, Roland! Das war die geilste Nacht. Du hattest recht. Sie ist echt der Dörner. Hör auf, Sven! Und übrigens, Alexa war Rockers Idee. Ey, wer bist du denn? Na, du? Mara! 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 Nein! Oh Gott, Mara! Oh Gott, tut mir leid! Nein, alles gut! Tut mir leid! Alles gut. Oh, Mensch, alles du! Gut. Was machst du denn immer? Oh! Wie bin ich hier eigentlich? Oh. Alles in Ordnung bei Ihnen? Wie bin ich hierher gekommen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe wieder gesoffen. Oh, ich sollte das nicht mehr tun. Oh, Gott. Darf ich fragen, was passiert ist? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich habe heute nichts vor, also schieß los. Also, Gott, wo soll ich anfangen? Ich bin Handwerker. Mhm. Und ich arbeite in der Firma meines Halbbruders, ja, der die Firma nach dem Tod unseres Vaters übernommen hat. Das mit deinem Vater tut mir leid. Danke. Weißt du, ich muss immer die Drecksarbeit machen. Mhm. Und das eine Mal musste ich sogar um mein Leben fürchten. Das klingt ja schrecklich. Ja, aber das Schlimmste kommt noch. Weißt du, das eine Mal, naja, da hatte ich mich so ein bisschen in eine Kundin verliebt. Hä, wieso? Aber das ist doch was Schönes, oder nicht? Naja, sie hat mich angerufen und dann gesagt, dass sie bei meinem Bruder ist. Weißt du, ich glaube, sie hatten was zusammen. Oh Mensch. Ja. Oh Mann, wie gemein von ihm. Ich meine, wie kann man seinem eigenen Bruder sowas antun? Ja, mein Halbbruder hat mich sowieso immer gehasst. Das war nie anders. Weil, ja, weißt du, er sagte immer, dass Vater mich nicht wollte. Und warum lässt du dir das alles gefallen? Ja, ich habe nicht wirklich eine Wahl. Weißt du, ich bin auf den Job angewiesen. Denn ich habe leider keinen Schulabschluss. Tut mir leid, aber... Ich meine, jeder Mensch hat eine Wahl. Du auch. Also lass dich doch nicht einfach von sowas fertig machen. Ja, ich denke, du hast recht. Weißt du, jeder muss... Oh, Entschuldigung. Ich muss mal eben ganz kurz sagen. Oh nee, nicht schon wieder. Wer ist es? Mein Halbbruder. Der hat auch einen Namen, Sven. Ja. Meine Fresse, da. Roland, du hast mal wieder alles verkackt hier. Was ist los bei dir? Ja, es lief nicht so gut, aber... Hallo Sven. Was willst du? Die Arschloch, ey. Sie können sich sowas von schämen, so etwas zu ihrem Bruder zu machen. Was? Tschüss. Was hast du getan? Hör mal zu. Du gehst jetzt erstmal die paar Tage nicht mehr an dein Handy ran und ignorierst Sven. Und mein Job? Schon mal daran gedacht? Aber genau das ist es doch, was er gerade will. Er will, dass du Angst hast. Er schikaniert dich und du fällst voll drauf rein. Und was schlägst du jetzt vor? Ich weiß, dass das bestimmt nicht einfach werden wird, aber wenn du möchtest, dass sich in deinem Leben etwas verändert, dann musst du da am Ball bleiben. Ja, leichter gesagt als getan. Ich meine, wo willst du denn bei mir anfangen? Guck mal hier, meine Haare, ich war schon seit Jahren nicht mehr beim Friseur, ich bin deutlich zu fett. Ja, bei mir stimmt gar nichts. Aber das kann man doch alles ändern. Ich meine, magst du zum Beispiel Sport? Sport? Sehe ich etwa aus wie ein Sportler oder was?
Naja, noch nicht, aber ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden, nicht wahr? Also, komm. Oh Gott. Los, Roland, schneller, schneller, schneller! Super! Roland, ich glaube, das ist genug. Wir gehen nach Hause, deine Haare schneiden. Ja, okay. Das war mein Moment. Mein Moment. Und du willst mir jetzt wirklich die Haare schneiden? Ja. Okay. Das wird gut aussehen, vertrau mir. Wenn du das sagst... Ja. Mir hat noch nie jemand die Haare geschnitten. Dann wird's mal Zeit. Bereit? Ja. Super. Ich fange erstmal klein an, dann gucken wir, wie kurz wir werden, okay? Du bist der Chef. Ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht. Das wird gut aussehen. Aber wir werden noch ein bisschen kürzer werden, glaube ich. Ach, da habe ich nichts gegen. Alles gut. Sag mal. Das sah schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir erstmal deine Augen frei, dass du ein bisschen wieder was sehen kannst. Das hört sich gut an. Ja, ich habe das, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen schleifen lassen. Wie alles in meinem Leben. Allein wenn ich an die letzten Aufträge denke, weißt du, also dieser komische Herr Walter und Frau Young und alles, das war so furchtbar. Du wirst jetzt einfach weiterhin jeden Tag Sport machen und mit deiner neuen Frisur hast du so viel Selbstbewusstsein, dass es dir leicht fällt, einen Job zu finden. Ja, und stimmt. Dann wird alles wieder besser. Wow. Das war wirklich viel. Ja, du hattest auch viel Haar. Ja, das stimmt. Glaub, vertrau mir. Ich habe zwar nie eine Friseursbildung gemacht, aber meine Mama ist Friseurin und ich habe da sehr viel zugeguckt. Ach, na dann. Das ist ja auch eine Art der Qualifikation. So, wir sind fertig. Hey, schön, super. Guck dich im Spiegel an. Hier gleich rechts ist einer. Oh. Oh, versuch nicht, meinen Hund voll zu fusseln mit deinen Haaren. Oh Gott! Bin ich das? Ja. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Mein Gott. Gefällt's dir? Richtig gut, ja. Auf jeden Fall. Dankeschön. Das sieht echt gut aus. So viel besser als deine Frisur davor. Wow, cool. Danke, Lisa. Sieht echt geil aus. Habe ich gern gemacht. Ja, super. Ja, dann gehe ich mal nach Hause, mein Leben in den Griff kriegen. Hoffe ich. Und immer schön Sport machen. In 3 Monaten oder so möchte man das Ergebnis sehen. Wirst du. Hoffe ich doch. Ja. Hallo. Wer sind Sie? Ich bin's, Roland.
Dein Halbbruder. Dass du dich überhaupt hierher traust. Und wie siehst du überhaupt aus? Willst du einen auch wichtig machen, oder was? Ich habe auch erst vor kurzem erfahren, dass du im Knast sitzt, aufgrund von Steuerhinterziehung, die du die ganze Zeit abgezogen hast. Ja? Du hast immer schön die ganze Kohle eingesteckt und ich habe nur die jämmerlichen Krümel abbekommen. Das geschieht dir recht. Boah, halt doch das Maul, Roland! Wie so ein Tier haben sie mich hier weggesperrt. Das habe ich alles Frau Brinkmann zu verdanken, der falschen Schlange. Ich biete dir auch noch einen Job an hier. In meiner Firma, weißt du, in der Verwaltung. Und sie hat mich verraten! Sonja? Ja. Hm, interessant. Wie dem auch sei, sollte ich hier jemals rauskommen, und das werde ich, das verspreche ich dir, Roland, dann mache ich dein verdammtes Leben zur Hölle. Was habe ich damit zu tun, hä? Ich habe doch immer die scheiß Drecksarbeit für dich gemacht. Und selbst dafür warst du so dumm! Du kannst einem nur noch leid tun, Sven. Wirklich. Bleib gefälligst hier! Roland! Hey, Roland! Lass mich hier nicht allein! Ah. Soll ich um meinen Bruder trauern, nach dem, was er mir alles angetan hat? Ich denke, er hat seine gerechte Strafe jetzt bekommen. Und endlich kann ich, dank Lisa, einen Neuanfang in meinem Leben wagen. Ich lasse die Vergangenheit nun endgültig hinter mir. Hey, Lisa! Na? Ich bin's, Roland. Ach, Mensch, Roland! Na? Oh, schön, dich zu sehen. Ich hätte dich fast gar nicht wiedererkannt. Tja. Neue Frisur, neuer neue Mensch. Klamotten. Ja. Wow. Und, wie geht's dir? Was machst du so? Hast du einen neuen Job gefunden? Alles gut. Ich bin jetzt CEO einer eigenen IT-Firma. Wow, hört sich gut an. Ja, ich habe deinen Rat befolgt und es läuft jetzt besser. Und wie ich sehe, Sport hast du auch getrieben. Kein Bäuchlein mehr. Ja. Und sonst, hast du irgendjemanden kennengelernt oder sowas vielleicht? Ja, ich habe da jemanden kennengelernt, vor kurzem. Okay, ja. Und wer? Ja, sie ist eine ehemalige Kundin. Mhm. Ja, aber nicht die Kundin, sondern nein, eine andere. Nein. Ach so, ja, stimmt, da war ja... Ja, genau. Und ja, ich glaube, sie ist die Richtige. Das freut mich. Mensch, Roland, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, ne? Dankeschön. Ja. Und besuch mich mal. Du weißt ja, wo ich wohne. Ja, mach ich. Alles klar. Okay, wir sehen uns. Alles klar. Ciao. Ciao.